Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Teil des Lernzyklus über den Prozentbegriff. Ich hoffe, du bist mit einem Block und einem Stift ausgestattet, denn jetzt bist du an der Reihe. Du sollst hier selbstständig ein paar Beispiele lösen, die wir dann anschließend gemeinsam besprechen werden. Los geht's! Ich habe jetzt eine Aufgabe für dich mitgebracht. Du sollst die Angabe entweder als Prozent oder als Dezimalzahl darstellen. Das heißt, achte gut darauf, ob du zu Beginn schon Prozente gegeben hast oder ob das nur eine normale Dezimalzahl ist. Bei der fünften Aufgabe habe ich einen Bruch angegeben. Diesen Bruch sollst du als Prozent schreiben. Das scheint vielleicht etwas schwieriger, aber ich bin mir sicher, dass du das genauso gut hinbekommen wirst. Drücke jetzt auf Pause und suche die Lösungen. So, jetzt werden wir das gemeinsam besprechen. Starten wir bei der ersten Aufgabe. 76%. Da das Prozent sind, suchen wir eine Dezimalzahl. Wie kommt man von Prozent auf Dezimalzahl? Genau, wir müssen durch 100 dividieren, weil Prozente Hundertstel sind. Wir können das gleich mit der Eselsbrücke machen, denn Division durch 100 ist nichts anderes als Kommaverschiebung um zwei Stellen nach links. Du siehst, das Ergebnis ist 0,76. Die zweite Aufgabe. Hier haben wir keine Prozent. Das heißt, wir wollen jetzt die Prozent ausrechnen oder umwandeln, besser gesagt. Wie machen wir das? Wir multiplizieren mit 100. Das heißt, mit der Eselsbrücke ist das gar kein Problem. Wir verschieben jetzt das Komma um zwei Stellen nach rechts. Die Zahl soll ja größer beim Multiplizieren werden. Das heißt, wir erhalten 20%. Vergiss hier nicht auf das Prozentzeichen. Ich schreibe dir nochmal an, was wir gemacht haben. Beim ersten Schritt mussten wir dividieren. Beim zweiten Schritt mussten wir multiplizieren. Zur dritten Aufgabe. Hier haben wir wieder eine Dezimalzahl. Um im Prozent schreiben zu können, müssen wir also mit 100 multiplizieren. Mit einer Kommaverschiebung nach rechts erhalten wir also 283%. Die vierte Aufgabe ist wieder andersherum. Wir wollen als Dezimalzahl diese 4% schreiben. Das heißt, wir verschieben das Komma dieses Mal nach rechts. Links und erhalten 0,04 aus einer Division durch 100. Jetzt zur fünften Aufgabe. Leichter tust du dir, wenn du die 3 Viertel zuerst als Dezimalzahl schreibst. Das heißt, wir dividieren 3 durch 4. Wie geht das nochmal? Hier zeige ich den Rechenweg. Als erst sehen wir, dass 4 in 3 0 mal hineinpasst. Vergiss an dieser Stelle nicht, das Komma zu setzen. 7 mal passt jetzt 34 hinein, denn 7 mal 4 ist 28 und uns bleiben 2 Rest, wenn wir 30 minus 28 rechnen. Und jetzt sehen wir, 5 mal 4 ist genau 20, weshalb jetzt 0 Rest bleibt. Das heißt, wenn wir 3 durch 4 dividieren, erhalten wir 0,75. Jetzt haben wir diesen Bruch 3 Viertel als Dezimalzahl geschrieben. Und die können wir ganz leicht in Prozent umwandeln, zum Beispiel mit der Eselsbrücke der Kommaverschiebung um zwei Stellen nach rechts. Das sind 75%. Und fertig sind die Aufgaben. Nochmal kurz zur Erinnerung, ganz wichtig, dass du dir das merkst, von Prozent auf Dezimalzahl dividieren wir durch 100, andersherum multiplizieren wir mit 100, denn Prozente sind nichts anderes als Hundertstel. Jetzt, da du das super gut beherrschst, kannst du dir den zweiten Lernzyklus anschauen, indem wir diese Prozente auch noch in einem Kreis darstellen. Tschüss und bis bald!